Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen Folge. Wir sind... Musik in meinen Ohren. Wir sind auf dem Weg zu den Antiquaren oder Antiquiaren. Auf jeden Fall zu Menschen mit sehr antiquierten Lebenseinstellungen. Und ja, dann werden wir sehen, was die so für uns bereithalten. Wahrscheinlich nicht viel. Und wohin es uns dann verschlägt. Ich meine, wir waren ja schon mal hier oben. Ist ja nicht so, als wenn das erste Mal gewesen wäre. Und auch damals schon waren sie nicht sehr freundlich. Wenn man mal ehrlich ist. Oh. Moment. 500 Drachen, die lasse ich mir jetzt nicht gerne entgehen. Außerdem kommen die uns dann ja auch bloß in die Quere, wenn wir jetzt hier oben unsere Sache machen. Haben wir's? Mal hier hoch. Untersuchungen zu Ramses. Dieser Papyrus zu Ramses ist unbegreiflich. Er ist über 1000 Jahre alt und spricht trotzdem vom unruhigen Ka des Pharao. Der Philopatris, Grieche. Sie, die ihr Land liebt? Kleopatra? Rennen eines Pharao? Lieder, Hymnen, vielleicht Luxor? Pff, diese Ausgrabung am Tempel des Alten Reichs? Das Blut seiner Mutter Tuya, ihr Grab, der Tempel von Hatschepsut. Selbst wenn ich diese Relikte finde, habe ich keine Chance gegen den Pharao. Ja, wir schon. Musst du uns mal machen. Bedeuten dir unsere Vorfahren gar nichts? Du schändest unsere Gräber, unsere Geschichte. Atamis würde sie auch ohne mich plündern. So kann ich immerhin ein paar Dinge beschützen. Beschützen? Du siehst doch nur das Geld darin. Mehr Drachmen, die du beim Würfeln verspielen kannst. Priesterin, bitte mäßigt euch. Vertraut mir. Das Gesetz wird beachtet. Das sind keine Pharaonen. Das sind unsere Brüder. Väter. Mütter. Und vertrau mir. Unsere Mütter werden dich strafen. Du hast ein großes Talent, Bayek. Du kommst immer zur rechten Zeit. Seit wann arbeitest du schon für die Grabräuber, Tahmet? Der kleine Zwischenfall in dem Spielerzelt blieb nicht ohne Folgen. Ich hatte die Wahl, Kerker oder den Soldaten bei der Erforschung der Tempel zu helfen. Ah, du bist also die Antiquarin, die Merti erwähnte. Du hast das Ma'at-Ritual untersucht, was? Reis Atem, bitte schweig still. Hä? Wenn Atames Männer... erfahren, dass ich ihnen etwas verheimlicht habe. Begleite mich. Mhm. Und bitte, errege nicht zu viel Aufmerksamkeit. Das heißt, ich soll jetzt hier nicht die Krüge kaputt machen. Die Ma'at-Inschriften sind hier, in der Nekropole der Noblen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie alle anzusehen. Aber hier sind rothaarige Gläubige. Eine Sphäre. Moment. Könnten das Ramses Nachfahren sein? Ah, da wir vom großen Pharao sprechen. Ich habe einen faszinierenden Papyrus, der... Na, vielleicht sollte ich mir das Ritual selbst ansehen. Sei vorsichtig. In den Gräbern wimmelt es von Atames Männern. Wenn du die Sphäre findest, würde ich sie gerne sehen. Ein Relikt aus den Händen der Götter. Sowas findet man nur einmal im Leben. Einmal? Ich wünschte, es wäre so. Möge deine Klinge hart zu deinen Feinden sein, Bayek. Wenn du nicht aufpasst, kannst du irgendwann mal meine Klinge spüren. Wenn du dich weiter den Falschen anbiederst. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Siehst du das? Ein Kind. Ihre Schändlichkeit.
Möglichkeit ist grenzenlos. Dieser Strategus von Yebo wird sich vor Osiris verantworten. Wir kümmern uns erstmal um einen... Ja, ich will jetzt nicht unbedingt Kinderschänder sagen, aber... Mindestens jemanden, dem das K eines Kindes shit egal ist. Das machen wir jetzt mal ganz schnell, ja? Ihr wisst warum. Ich mag ganz gerne meine Nebenquests schon abgeschlossen, wenn ich meine Hauptquest mache. Unterdrückung zu Ägyptens Erbe. Ja. Finde und eliminiere den Strategus. Klingt wie so ein Spiel, ne? Wie so ein Brettspiel. Strategos. Wir sind sehr aufmerksam. Ja, merke ich immer wieder. Ey, die sollten beim Synchronschwimmen mitmachen, ich sag's euch. So synchron, wie das jetzt gerade war. Die sind synchron hochgekommen. Und haben sich auch erschrocken synchron. Das ist schon... Oder? Du hast mal schaffen. Ihr werdet Ägyptens Vergangenheit nicht länger rauben. So. Herr von Theben. Was wir hier jetzt aber auch für Sachen bekommen, ne? Sieht aber auch schön aus. Na gut. Aber. Sauber eingeparkt, wie immer. Man kennt's ja nicht anders von mir. So, das ist das Grab der Noblen. Hier haben wir irgendwas mit... König der Könige. Dann reden wir halt jetzt auch noch über Ramses mit ihr. Dann ist vielleicht Ramses dann das vierte Grab. Das, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Bilde deine Mauer! Nach! Scheiße, der Nip ist tot! Oh.
Könnte doch sein, oder? Ich meine, er ist anscheinend der König der Könige. Zumindest ägyptisch ist es das ja. Sprechen wir doch nochmal mit ihr. Sieh dir das an. Sag mir, was du siehst. Ich sehe dich. Genau wie ich dich zuletzt sah. Über verstaubtem Papyri und immer noch verlierst du mehr, als du gewinnst. Wissen bedeutet nicht unbedingt Weisheit, Bayek. Hast du von Ramses II. Gehört? Der große Pharao? Vater von 100 Kindern? Ah? Er ist der Pharao, der wandelt. Woher weißt du das? Das hier erzählt davon. Seltsam, denn es ist sicher 1000 Jahre alt. Ein großer König mit zersplitterter Seele. Was er will, steht da nicht. Etwa Rache? Oder hat er unerledigte Angelegenheiten? Hm, so wie wir alle. Hm. Warte, Bayek. Einen Moment, bevor du dich noch umbringst. Der Name des Pharao. Der Schatten des Pharao. Ein altes Ritual, es steht alles hier. Faszinierend. Wenn er wie die anderen ist, weiß ich, was zu tun ist. Aber ich brauche das Pergament. Natürlich. Und? Wie wär's mit Finderlohn? Gib sie mir doch einfach, weil du ein gütiges Herz hast. Falls du das nicht schon beim Würfeln verspielt haben solltest. Ich gebe dir meinen Segen. Ha. Reh, beschütze dich, Bayek! Ich habe gefunden, was ich brauche. Des Pharaos Djib, sein Schut, sein Renn. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten. Papyrus zu Usamat Re. Zur Zeit des Philopatris. Der, der ihr Land liebt, wird ein Adler die zerteilte Seele von Ramses wieder vereinen. Er stellt sich dem Großen, der wandelt, der die Königreiche überspannt, den Geier und die Kobra in seinen mächtigen Händen hält. In den Ruinen ist der Renn eines Pharao. Große Lieder und Hymnen, die in seinem Namen gesungen wurden. Das Blut einer Mutter. Das Herz des Pharao. Bringe alles zurück und banne den Gott durch das Ritual des Seetfestes. So, ja, okay, das andere sind alles Hauptquests. Alter Schwede. Jetzt haut er aber nochmal raus hier. Wirklich eine Quest nach der anderen und das wird immer länger und es wird immer noch mal länger und immer noch mal länger. Also, du noch weiter. Bleibt man nicht. Dieser Ort wird schwer bewacht. Oh. Du pinkelst in eine Grabstätte? So, na gut. Jemand benutzt die Sphäre. Ein Pharao? Hey! Stirb endlich! Da bist du! So langsam! Da bist du ja! Hab dich!
Na komm, man muss nicht ordentlich. Ja, lass uns Blut sehen! Okay, wenn ihr es wollt. Ja, bin ich denn euch hier irgendwie einen Wunsch abzuschlagen? Hm? Mit erwähnte. Ja, ich glaube, ich gehe noch mal kurz runter. Dass da auch noch ein Punkt war. Ja, genau. Amun. Gibt es eine Verbindung zum Ritual? Stimmt. Aber die Strahlen fehlen. Eine Frau hält das Relikt hoch. Die Gemahlin Atons. Nofretete. Ob es damals echte Macht hatte? Oder war es nur ein Symbol? Sie führten die Nachfahren von Ramses vor. Aber das Ritual, es ist nicht der Göttin der Wahrheit, sondern einem anderen Gott gewidmet. Die doppelte Federkrone des Amun. Das Ritual stellt die Ma'at für alles unter dem Himmel wieder her. Zu Ehren des Herrn von Theben und die Gottesgemahlin an seiner Seite. Die Priester haben das Relikt. Sie hat mich von Anfang an belogen. Isidora. Sie hat den Fluch der Pharaonen erweckt und wollte es vor mir rechtfertigen. Isidoras Streit mit Tahmet. Könnte ihre eigene Mutter hier begraben liegen? War hier noch irgendwas? Na, das ist ja jetzt überraschend, dass sie uns die ganze Zeit verarscht hat. Hinterließ Merti Opfergaben zur Sühne für die Taten der Grabräuber? Ich lasse diese Opfergabe hier, damit dein rastloser Ka mich nicht länger quält. Ich hatte nichts mit alledem zu tun. Trotzdem ist mein Herz schwer. Merti. Isidoras Mutter sitzt zur rechten Amuns als Gottesgemahlin. Eine Inschrift. Die Gottesgemahlin des Amun wurde in ganz Ägypten verehrt. Die Priester des Amun wurden hochgeschätzt. Eine Nachricht von Isidora. Mutter. Mein Herz ist gebrochen.
Und auch wenn ich wusste, dass du an Amuns Seite zurückgekehrt bist, schmerzt dein Verlust wie ein Dolch in meiner Brust. Schlafe friedlich in den Gefilden der Binsen, Mama. Und wisse, dass ich deine Arbeit fortsetzen werde. Die Grabräuber ermordeten Nitokris, als sie versuchte, sie am Plündern des Grabes zu hindern. Isidora musste ihre Mutter begraben. Die Sphäre und das Vermächtnis ihrer Mutter gingen an sie über. Sie schwor, sie zu rächen, bekam aber nie die Gelegenheit dazu. Bis jetzt. Jahre später versuchte Merti Wiedergutmachung für die Taten anderer zu leisten. Die wahre Quelle des Fluchs. Ein Mädchen, das seine Mutter verlor, flehte die Götter um Rache an. Muss ich jetzt wirklich Isidora töten? Okay. Ja, warum auch nicht? Ja, auf geht's, komm. So, aber erstmal will ich noch gucken, was hier unten ist. Oder ist das hier nur... Oh. Okay, das ist eigentlich genau dasselbe. Alles. Man kommt nur aus verschiedenen Orten dahin. Na gut. Gut, dann haben wir das ja aufgeklärt, das Rätsel. Ja, was soll man da jetzt noch dazu sagen, ne? Gut, dann machen wir es doch kurz und schmerzlos. In der nächsten Folge gehen wir rüber zu Isidora. Und dann werden wir sehen, was da passiert. Es passiert viel, viel mehr, als ich angenommen hätte. Die ziehen das hier noch richtig groß auf. Diese ganze Quest. Finde ich aber gut. Ist nicht übertrieben, ist nicht irgendwie jetzt in die Länge ziehend oder sowas, sondern es ist halt eine schöne Ecken, Wendungen, vertraue niemanden, wo du denkst, dass du vertrauen könntest. Und all diese ganzen Konzepte, die sich aber wiederum wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel ziehen. Und deswegen finde ich es halt gut. Es ist nicht so, wie man jetzt sagt, so, oh ja, komm, oh, das hätte man auch abkürzen können, ohne dieses alles. Ach da, nee, doch nicht. Ach der, nee, doch nicht. Ach die, ach. Aber es zieht sich ja durchs ganze Spiel, dass immer wieder irgendwo Vertrauen geschaffen worden ist oder man Vertrauen gefasst hat und dann bitterlich enttäuscht worden ist. Immer und immer und immer und immer wieder. Und deswegen finde ich das so gut. Naja, also... Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Cheerio. Ciao.